Hallo und willkommen zurück bei Farmers Dynasty. Wir haben den alten Traktor, den Jackbeer C, in der letzten Folge noch bekommen, haben da nochmal mit Clara gesprochen und die, guck mal, der Boden verformt sich sogar so ein bisschen, aber nein. Und die möchte jetzt, dass wir für sie ihr Feld pflügen, ihren Acker bestellen. Und danach kriegen wir den Flug auch geschenkt, brauchen wir auch. Machen wir das direkt mal. Angekoppelt, wunderbar. So, dann würde ich sagen, legen wir mal los. Ich weiß jetzt nicht, wie genau das gehandhabt wird. Vom Landwirtschaftssimulator erkenne. Ich fahre erstmal so einmal ringsum. Das ist eigentlich immer das, was auch mit am längsten dauert, wenn wir das alle pflügen. Moment. Ich kann natürlich mit dem Flug, wenn der unten ist, nicht rückwärts fahren. Zumindest funktioniert das hier nicht. Genau sie das gern hätte. Oh, man merkt sogar die Furchen, die man da gezogen hat vorhin. Ja, wir sind ja noch neu, wir können ja sagen, dass wir noch gar nicht so richtig wissen, wie das geht. Also beim Landwirtschaftssimulator fahre ich auch lieber eher hoch und runter, anstatt so in diesen Kreisen, wie hier gerade. Auf unseren Feldern machen wir es natürlich dann besser. Jetzt läuft es doch ein bisschen. Der Staub sieht ganz gut aus, muss ich sagen. Der Rest, boah, geht so, ne? Hinten rennt einer. Da, seht ihr das da hinten an der Straße? Oder joggt der? Ist sogar ein bisschen Leben, hätte ich jetzt auch nicht so unbedingt gedacht, aber sieht ja ganz gut aus. Ist auch in der Entfernung ein bisschen was los ist. Ah, halt. Wahrscheinlich noch 2, 3, 4 Minuten vorspulen, bis ich ja fertig bin. Bis dahin wird nicht so viel passieren. Das ist auch nicht die eleganteste Art und Weise, das gebe ich zu. Will sich an sein Knie finden.
jetzt nicht wie originalgetreu die Geräusche von dem Traktor nachempfunden sind, aber ich finde die Geräusche gar nicht so verkehrt. Passt ganz gut eigentlich zu dem, wie es auch aussieht. Da runter mit dem Ding. Rein in die feuchte Folie. Die Kamera, die ist ein bisschen sehr empfindlich. Ich habe da schon sehr weit runter gestellt. So. Meistens geschafft. Bisschen noch. Das braucht nur noch eine Sämaschine. Und eigentlich erstmal was zum Abernten. Wir haben ja Weizen und Raps, so wie ich das gelesen habe, noch in der letzten Folge. Zwei volle erntbare Felder. Ich gehe mal davon aus, dass wir das dann auch bald bekommen, wenn wir die beiden Sachen jetzt erstmal erledigt haben. Ja, die Reifen werden auch ein bisschen dreckig vom Traktor. Also ein paar Furchen bleiben. Ja. Ich hoffe ja, dass man nicht wirklich 100% bin. Feld erledigen muss. Also wenn jetzt hier so kleine Stellen übrig bleiben, dass es dann trotzdem reicht. Ja, okay, wir sind noch nicht durch. Hier am Rand nochmal. Ah ja doch, jetzt reicht's, okay. Super. Okay, alles erledigt. Also mindestens ein doch schon recht doll zerfallenes Gebäude. Halt, wo ist er? Der Pfeil zeigt mir an, wo sie ist, aber irgendwo bei der Scheune stand gerade da. Das ist der Kerl. Ach, dort wieder. Gut. Hast du deine Aufgabe erledigt? Hast du deine Aufgabe erledigt? Ja. Ach so. Da stand jetzt, ich soll den Grupper holen, um das Feld richtig klar zu machen. Und der müsste bei unserer Scheune rumstehen. Und dann müssen wir nochmal zurück und den Rest dort erledigen. Ah ja. Kann ich abkürzen? Ja, hier im Feldweg. Ja, tut mir leid, wenn die Kamera manchmal so ein bisschen schnell hin und her geht, aber... Einstellungen sind nicht die feinfühligsten, die ich bisher gesehen habe.
ist er. Auch schon bessere Tage gesehen, der Gruber. Okay, dann stelle ich den Flug, den stelle ich jetzt aber erstmal hier irgendwo hin. Vorbei. Ist ein Feld irgendwo. Ich könnte auch da reinstellen. Ich stelle den erstmal hier ab. Okay, ich musste erst denken, bevor ich ihn abkoppeln konnte. Gut. Ich weiß nicht, ob ich das Feld zerstöre, wenn ich so... Oh ja, doch, wenn ich durchfahre. Okay, gut zu wissen, dass wir das nicht machen können. So. Aber nochmal zurück. Machen den Rest fertig. Das geht jetzt auch ein bisschen schneller. Mit dem Grubber. Mich jetzt noch interessiert? Ja, gut. Doch, steht alles da. Nee, finde ich ganz gut, dass das dann auch so angezeigt wird. Ich habe alleine durch den Landwirtschaftssimulator so viel über Land, also ich hatte vorher null Ahnung, wirklich absolut nicht. Schon so viel gelernt, alleine über die ganzen Maschinen und wie das so grundsätzlich erstmal alles funktioniert. Eigentlich keine schlechte Sache. Und der ist ja mittlerweile auch echt gut, auch der 19er, der ist ja mittlerweile auch so unendlich viele Mods für und Patches, die mittlerweile rausgekommen sind, um das nochmal ein bisschen besser zu machen, das Spielerlebnis. Ja, habe ich auch schon viele, viele Stunden darin verbracht. Komme ich hier durch? Ja. Wie sieht es denn aus? Haben wir noch ein bisschen... Benutzt noch mal ein paar Äpfel. So, na dann. Wenn ich mit den Maschinen arbeite, dann sehe ich es halt lieber gern von außen, weil ich dann auch dahinter sehe, wo ich schon was gemacht habe und wo nicht. Weil ich, wenn ich drin sitze, den Abstand hinter mir halt nicht einschätzen kann, wie weit da die angehängte Maschine noch geht. Ja, die Arbeitsbreite ist hier schon ein bisschen besser. Man auch direkt. Vielleicht nicht ganz das Doppelte vom Flug, aber ein bisschen mehr auf jeden Fall. Er hat schon ordentlich zu kämpfen. Ich bin mal gespannt, was das so für Preise sind bei den neuen Maschinen, was es da überhaupt alles gibt. Kann ich jetzt nicht so effizient, wenn ich hier einfach mal einmal umlenke und dann direkt wieder fahre, als wenn ich es wieder drüben machen würde. Deutlich rudimentärer, aber das war mir von vornherein klar, dass es halt bei weitem nicht so simulationslastig ist wie der Landwirtschaftssimulator oder Cattle and Crops oder sowas in der Richtung, sondern halt andere Dinge mitbringt, deswegen ich da jetzt schon länger mal Lust drauf hatte und halt wirklich einfach, ja, diesmal tatsächlich gewartet habe, bis die Release-Version jetzt kam und nicht schon im Early Access dabei gewesen bin. Weil gerade bei Early Access Spielen, die eine Story mitbringen, die hier, so ein bisschen wenigstens, da bin ich aber ein bisschen vorsichtig. Ach verdammt. Man möchte mir da nicht so viel vorwegnehmen. Bei anderen, bei Aufbauspielen oder so, finde ich das nicht ganz so dramatisch.
Aber bei Spielen mit Story und Early Access, da warte ich dann meistens doch, bis sie komplett rausgekommen sind. Oder einfach fertiggestellt sind. So. Halt! Zweimal noch hoch und runter fahren, beziehungsweise einmal hoch, einmal runter. Hast du das mitgenommen? Naja, fast. Gut. Sollte reichen. Aber man merkt schon, man muss schon ein bisschen dagegen kämpfen, wenn man so mit einem Rad in der Furche drin ist. Dass es den dann auch in die Richtung zieht, das ist schon ganz okay gemacht. Auch der Dreck an den Reifen und so weiter. Finde ich ganz cool. Passt soweit. Mal schauen, ob das reicht jetzt. Das sieht da sehr entspannt aus. Okay, super. Das haben wir auch erledigt. Arbeit erledigt, du kannst den Flug behalten. Du kannst immer noch mit Clara reden. Vielleicht hat sie dir noch etwas... Achso, vielleicht kann sie dir noch etwas erklären. Entschuldigt. Ich bin verlesen. So, Clara, ich komme nochmal vorbei. Ich wollte mir da noch eine Sache anschauen. Ich glaube, die hatte Hühner. Lass den mal hier stehen. Ich wusste jetzt nicht, ob ich hier durchkomme mit dem Grubber. Hinten dran. Und ich bin dazu heute wirklich nicht in der Stimmung. Nicht, dass die über den neuen uns... lästern. Sehe ich so aus, als ob es mich interessiert? Oh, oh, die haben Streit. Versprechen, versprechen. Aber liefern Sie? Ich denke nicht. Was ist da denn los? Wir schleichen uns mal ran. Das jetzt ändern würde. Nichts hat sich verändert. Das erzählen Sie uns. Das ist wahr. Hörte es im Fernsehen. So, jetzt will ich wissen, was ist hier los? Geht's um mich? Nichts hat sich verändert. Toni. So. Das erzählen Sie uns. Ich kann nicht mit den beiden reden. Schade. Das dachte ich auch gerade. Hallo. Das ist sehr beunruhigend. Ich kann jetzt nicht mit ihr reden. Okay, die unterhalten sich auch sehr... Das ist wahr. Hörte es im Fernsehen. ...inbrünstig. Wow, was für ein Gespräch. Eines Tages wird alles anders sein. Na gut, dann bringen wir unseren ganzen Kram erstmal wieder zurück zu unserem Hof. Und dann gibt es ja noch ein bisschen mehr zu tun. Wir müssen noch eine Sämaschine irgendwo herbekommen. Aber das ist ganz gut. Das ist ein ganz gutes Tutorial. So lernt man halt erstmal alles Grundlegende kennen. Man macht es gleich, hilft den anderen, kriegt auch ein bisschen kleine Belohnung dazu. Das ist ganz nett gemacht. Kommt da einer oder zwei? Nein. Kapazität 60.000. Halt. Das Silo brauchen wir später noch nicht.
Eigentlich könnte ich es. Ja, wir brauchen die ja dann sowieso bald noch. Wenn wir das mit Sicherheit demnächst mal irgendwann abernten, unsere Felder, dann lasse ich die so lange mal hier draußen stehen und dieses dann soweit ist. Shit. Geht da nicht hoch oder was? Oder so. Gut, dann. Ach so, warte mal. Musste ich den auch absenken? Weil bei dem. Ups. Ja, komm, ich stelle die Dinger gleich in irgendeine Halle rein. Ist mit Sicherheit nicht so gewollt, dass ich die. Dass ich die hier draußen lasse. Ist mir auch lieber. Jetzt nur mal gucken, das ist ja die Halle, da können die dann alle rein. Okay, dann schauen wir erstmal. Hier haben wir schon eine Hundenhütte. Aber noch keinen Hund und keine Katze. Das könnte knapp werden. Hier ist die Tür noch kaputt, die reparieren wir mal fix. Zack. Oh, zack. Oh Mann, hier ist so viel kaputt. Schon Bock, das theoretisch jetzt erstmal alles so weit wie es geht zu reparieren, aber das ist vielleicht nicht ganz so spannend für euch, deswegen machen wir das immer mal so ein bisschen zwischendrin. Oder das, was ich jetzt gerade so akut sehe. So, den würde ich. Ja, den würde ich hier ganz links. Oder? Ja, easy. So, dann den Flug noch. Also ich muss sagen, entgegen meinen ersten Erwartungen macht es mir doch schon recht viel Spaß, mit dem Traktor durch die Gegend zu heizen. So, der Flug kommt da rein. Wunderbar. So, dann machen wir da die Türen zu. Die können wir auch erstmal zumachen. Je nachdem, ob wir jetzt mit dem Traktor oder ob wir vielleicht mit unserem Pickup zum nächsten fahren können. Aber da uns noch die Sämaschine fehlt, gehe ich mal stark von aus, dass wir. Ist halt ein bisschen. Ah ja, doch. Jetzt kann ich rauszoomen. Das ging vorher nicht. Steve. Ah, vielleicht gibt es etwas zu tun im Austausch für den alten Getreidehänger. Sehr gut. Das Teil brauchen wir auch. Was ist bei ihm hier? In die Kirche zu gehen, kann manchmal eine gute Idee sein. Du wirst als sozial angesehen. Kennt man, ne? Alle anderen, die nicht in die Kirche gehen, sind alle nicht sozial. Ja, werden wir auch mal machen. Was hat er hier? Da. Ah, okay. Das Feld pflügen, 1,2 Hektar. Auch pflügen, 1,5 knapp. Was gibt es hier oben bei Becky? Ah, da könnten wir uns einen Heuwagen verdienen. Okay, gut. Was ist das hier? Ort zum Entspannen. Cool. Okay, was gibt es denn hier noch? Was ist das? Das ist auch wieder die Bushaltestelle. Fahrzeughändler gibt es dort oben. Kaufbare Treibhäuser. Zusätzliche Treibhäuser, die den Anbau von mehr Gemüse erlauben. Mhm, auch außerhalb von meinem. Okay, Agrarmarkt. Ah ja, da Weizen und so weiter. Okay.
Dann würde ich sagen, gehen wir mal zu John. Mal schauen, was der von uns möchte. Ja, furchentechnisch. Gut, weiß jetzt nicht, ob das bei dem Gras, das auf dem Hof, der eh ziemlich verdichtet ist eigentlich, so viel Sinn macht, aber sieht ganz, ganz nett aus. Und wenn wir zu John gehen, dann können wir auch... Hat jemand die Tür offen gelassen? Vielleicht hat jemand gehofft, dass Einbrecher kommen und die hässlichen Möbel mitnehmen. Hallo, guten Tag. Kann ich den Pickup auch reparieren? Nee, geht nicht. So. Dann fahren wir mal zu John. Schon sind wir da. Das ging flott. Ich parke mal noch ein bisschen, dass die anderen hier vorbeikommen. Neue Mission, rede mit dem Fremden. Dir fällt ein Fremder an der Straße auf. Er will etwas. Ich weiß, dass das nicht John ist, aber ich wollte mal kurz gucken. Hallo, ich bin John. Ich bin hier der Händler. Habe die besten Preise. Oh, das sehe ich. Mit was handeln Sie? Von allem ein bisschen. Nägel, Seife, etwas Essen, Sie wissen schon. Ich möchte frische Lebensmittel kaufen. Wenn Sie etwas abgeben können? Nichts Großes, aber ich könnte etwas Fisch, Äpfel und vielleicht noch Pilze gebrauchen. Sie wissen. Nun, das ist gut zu wissen. Wir sehen uns. Fisch? Alles klar. Ich gehe nirgendwo hin. Er arbeitet und wohnt hier vor seinem Laden. 200 Sozialpunkte bekommen. Fisch, hat er erwähnt. Gibt ja hier Fisch in der Dose und so weiter. Kann man vielleicht selber angeln. Das wäre der Hammer. Ich liebe es zu angeln in sämtlichen Spielen. So, John, zeig mal her. Schön, Sie zu sehen. Ja. Kann ich helfen? Vielleicht. Mal schauen, ich habe noch ein paar Äpfel mit. Ah, okay, der kann uns auch ein bisschen was erzählen. Lust zu handeln? Da muss es ja auch einen Baumarkt geben. Klar. Was brauchen Sie? Eine Angel. 260 Euro. Was ist denn das? Eine Drohne? Eine Renndrohne? Eine Stirnlampe? Okay, cool. Was zur Hölle? Damit hätte ich ja jetzt überhaupt nicht gerechnet. Das ist... Oh, eine Kettensäge. Können es halt. Und eine Grillwurst. Kostet eine Grillwurst 1,50? Ist ein guter Preis. Kann man mal mitnehmen, aber ohne Brötchen, so wie es aussieht. Einfach lecker, Hunde lieben sie auch. Eine Motorsense, geil. Hier ist noch ein goldener Ring. Parfümflakon. Also ich gehe mal von aus, dass man auch eine Frau bekommen kann, wenn ich mir das hier so angucke. Angelroute plus Teich gleich Profit. Würde ich am liebsten machen, aber... Wow, 64 Cent bekommen wir, wenn ich den verkaufe. Den Apfel... Achso, nee, habe ich den jetzt verkauft? Ist egal, wir haben noch genug Äpfel bei uns rumhängen. So, okay. Cool, also John, da können wir sehr nützliche Sachen kaufen, das müssen wir uns mal merken. Dann geht's jetzt wohin? Ich bin mir immer noch nicht... Achso, jetzt kann ich auch mit rechts... Das ging alles in der letzten Folge gar nicht. Was ist das hier? Ach, das ist der... Ach, das Mähwerk wird mir doch dort angezeigt? Dann steht dort in der Scheune noch ein Mähwerk drin. Ah. Okay. Da wäre die Kirche. Das wäre der Heuwagen. Das wäre der Getreideanhänger. Da möchte ich gern hin. Da setze ich mir jetzt hier mal den Stern und dann sehe ich den jetzt auch hoffentlich. Achso, der wird mir so angezeigt. Achtung, Hundi. Ach, weißt du was? Komm, Hund. Das machen wir mal noch. Wir machen dann nämlich hier in der nächsten Folge gleich weiter. Ich kaufe mir noch eine Wurst. Schön, Sie zu sehen. Kann ich helfen? Lust zu handeln? Klar. Was brauchen Sie? Ich hätte gern eine Wurst.
Ach komm, der hat 4. Kaufen wir alle. 6 Euro. Hier, passend. Der 1 Cent, der ist geschenkt. Schön einteilen. Ach, Rex heißt der Gute. Rex scheint dich lieb zu gewinnen. Komm doch mit, spring auf meine Ladefläche oder auf dem Beifahrersitz und dann nehme ich dich direkt mit. So, gut. Dann würde ich sagen, machen wir hier beim nächsten Mal weiter. Kann man auch jagen gehen? Genau, machen wir hier beim nächsten Mal weiter. Das war's dann für heute. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen und wünsche euch noch einen schönen Tag. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.